muss ich mal was überlegen. Gut, fertig überlegt. Nein, jetzt mal ernsthaft. Muss das Wasser hier unten lang laufen? Ja, normalerweise schon. Das war eigentlich schon die ganze Zeit so. Dann geht es so. Und hier platzieren wir mal Fackeln, damit es auch gedeihen und sprießen kann. Sprießen und gedeihen. Frohlocket. Eigentlich wollte ich dort Drohnen hin platzieren, aber ich finde, das ist besser, wenn sich schon mal dieser Raum anbietet, ne? Dann nutzen wir den auch gleich für unsere Deiflächenpläne. Ist das ein Loch oder einfach nur dunkel? Einfach nur dunkel. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir es so machen würden. Da will jemand in mein Haus. Nein. Das sieht doch gar gut aus. Und um hier alles noch ein wenig schöner zu machen, platzieren wir noch ein paar mehr Fackeln hin. Wir haben es ja. Naja, gut. Wir haben keine Kohle mehr. Durch meinen kleinen Fehler. Aber ich sag mal, das ist ja weniger schlimm, denn Kohle gibt's immer. Kann man auch einfach mal niedlich in der Landschaft rumrennen. Und dann passt das. So. Letztendlich fällt das gute Zeichen dann runter. Und dann wird es hier irgendwo angeschwemmt. Nein. Lol, Wood. Mein neues Lieblingswort. Ganz so genug. Das ist nicht das Geilste, was es gibt, aber es passt so, den ich jetzt mal behaupten. Nee, sinnloser Verbrauch. Ich habe eine geile Idee, damit wir auch mal wissen, wann es gekommen ist, bauen wir uns ein Redstone-System später. Also, wenn endlich mal eine kleine Kakteen gekommen ist. Wir bedienen uns jetzt einer Bodenplatte. Platzieren die gar vorzüglich hier hin und jetzt hauen wir einfach mal was ins Wasser rein. Mensch. Das hauen wir jetzt mal hier rein. Das kann jetzt ein kleines Stückchen dauern. Falls es kommen sollte. Los. Ah. Aha, aha. Und leider aufs Klick machen. Yay! Es funktioniert. Gut. Ich glaube, es würde etwas besser aussehen, wenn wir das jetzt noch befüllen.
Über Monster brauchst du mir gerade keine Gedanken zu machen. Denn die sind ausgeschalten. Ja, ich weiß, dass es gegen meine Prinzipien ist. Aber wen stört es nur? Wie viel brauche ich? 4. Verdammt. Uns doch alles schön lassen hier. Nein. Ja. Wunderbar. Ja, im Endeffekt sieht es keiner mehr. Und dann so. Das brauchen wir eigentlich nur noch. So. Und dann passt das wieder. Was dahinter ist, ist ja völlig egal. Hauptsache, es sieht von vorne schön aus. Yay. Gut. So sieht das Ganze aus. Und wir schauen dann später nochmal runter. Haben wir doch gut gemacht. Ist schon wieder was hier drinne gereift. Scheibenkleister geht das schnell. Im Multiplayer ist es doof, da ist immer übelster Lag, da kann man manche Samen gar nicht aufsammeln, das ist übelst doof. Ui, das Ding hat ja 3 getroppt. Sau, sau, sau. Wir können ja auch später noch eine unterirdische Farm machen, denn das Zeug können wir auch gebrauchen, diese Körner. Später, wenn wir den Creature mal drauf haben, können wir uns eine Bank machen und dann können wir Vögel füttern mit den Samen. Ja, ja. Und auch das Zeug allgemein wird dann nützlich, weil damit kann man dann hier Pferde füttern und dann kann man die letztendlich zähmen. Ihr habt richtig gehört, Pferde zähmen. Gut. Damit hätten wir jetzt einige Sachen schon erledigt. Ach, das war schnell. Gut, was machen wir als nächstes? Frage ich mich echt gerade. Lang habe ich nicht mehr Zeit, ich muss dann die Schule. Wir haben nur heute 2 Stunden später. Normalerweise könnten wir uns mal eines Kuchens bedienen. Ah ja, Hammer, jetzt brauchen wir nur noch gar lustige Milch. Eine Kuh kann man ja mehrmals melken. Und dazu muss man erstmal ihr saftiges Euter erwischen. Nein. Gimme Milk. Du Arsch. Du unfruchtbares Stück Code. Gib mir Milch, gib. Hallo? Lass mich rollen. Ich will's dir vor. Hallo. Hier ab. Mann, ist das eigenartig. Ja, ja. Warum kann man eigentlich solche Tiere noch nicht züchten? Also irgendwie in einem Stall so einen kleinen Bauernhof einrichten. Hallo? Also langsam reicht es mir hier, ne? Guck nicht so doof. Och man. Da war gerade was, ich habe auch doppelt geklickt. Nein. Die blöde Mega-Kuh. Muss ich etwa unter denen sein oder wie ist das? Na komm.
Komm, einen haben wir schon. Ich knack den Highscore, ich knack. Gib mir die gottverdammte Milch, ich mein's ernst, ich mein's ernst, ich will Kuchen. Hey! Geht doch. Jetzt muss man die Fische von unten nehmen. Ja! Ja! Mann, bin ich gut. Das Doof ist, man muss in den Eimern craften. Also ich habe keine Ahnung, ob da meine Eimer weg sind. Wenn ja, dann mache ich das nie wieder, weil das wäre mir eine zu teure Angelegenheit. Brauchen wir ein Ei. Und jetzt haben wir natürlich kein Zuckerrohr. Dazu brauchen wir zwei. Und 1, 2, 3, so. Jetzt gehen wir hier rein. Nein. So. Ach genau. Ich bin doof. Das geht folgendermaßen. Das ist das Rezept für einen Kuchen. Tja, tja, tja. Es wäre cool, wenn man noch hier verschiedene Kuchensorten machen könnte. So irgendwie mit Blattgold oben drauf oder so. Voll edel. Ja, der Eimer ist noch da. Wäre das Rätsel aufgelöst? Platziere ich noch irgendwo meinen Kuchen. Hoffentlich wird er nicht gammelig. Ja. Yay! Gut. Wir haben jetzt natürlich keine Health Points abgezogen bekommen. Deswegen können wir das nicht nutzen. Es wäre besser gewesen, wenn ich einen Eingang gebaut hätte. Naja, egal. Machen wir einfach mal frohen Mutes weiter. Was können wir jetzt nochmal? Nochmal schauen, ob wir ernten können. Schade, dass man den Zucker nicht so naschen kann. Was ich jetzt noch mache, das ging mir schon die ganze Zeit irgendwie fett auf die Nerven. Ich brauche Bodenplatten. Also ohne Bodenplatten finde ich es ziemlich scheiße. Überall müssen jetzt Bodenplatten hin. Ach ja, und die Skelette, die hier trocken jetzt neue Gegenstände, Bones, also Knochen. Und diese Knochen kann man letztendlich zu Knochenmehl verarbeiten. Und damit kann man dann Wolle färben. Ja, ja. Ich brauche jetzt 6. Nein. Speicher erstmal ab. Ach man. Speichern dauert ewig, speichern dauert ewig. Ach, wird schon passen. Gut, okay. Was geht denn jetzt eigentlich ab? Warum leckt das so tagsüber und allgemein lecken? Tut's extrem. Platzierst du auch manchmal Bodenplatten? Oh, also ist ja nicht zum Aushalten hier, ne? Ach, schön, dass du auch mal was machst. Mein Gott, ey. Läuft es wieder recht normal. Ja, wahrscheinlich auch, wenn der Wechsel von Tag zu Nacht ist oder so, oder von Nacht zu Tag, dann leckt das wahrscheinlich auch so pervers. Hatte ich hier ein Bild hingemacht? Ah.
Ach nein, Ofen hatte ich ja nicht mehr. Ich habe auch keine Kohle, du Arsch. Du zerstörst mir die Ernte. Ach genau, deswegen wollte ich keine Bodenplatten. Naja, draufgeschissen. Gut. Ja. Meiner Rüstung geht's noch recht gut. Hier wollte ich noch irgendwas schöner machen das letzte Mal. Deswegen hatte ich auch leider gehabt. Oh, Feuerstein. Wo locket ihr Engel, das Glück ist mir hold. Schon wieder habe ich Feuerstein gefunden. Yay. Soll ich da echt Holz nehmen? Wäre Stone nicht einfach besser? Hier ist. Dann sind hier zwei Fackeln oder so. Ja, genau. So gefällt mir das halbwegs. Und ab hier ist ja dann ziemlich egal, wie es aussieht. Hier müssen wir eigentlich nicht mehr runter. Mal, das können wir verschließen. Aber vielleicht auch so, dass wir es eines Tages mal wiederfinden. Ich hasse dieses Geröll genommen. Ach man. Warum gibt es davon immer nur so viel auf einen Haufen? Ach ja, man kann, es gibt jetzt einen Dispenser, also einen hier Spender, den kann man aus hier Gravel, einen Bogen und noch irgendwas bauen. Also Gravel ist das Geröll hier. Ja, da kann man das bauen und da kann man dann Sachen reintun. Das Ding, das kann dann auch Pfeile verschießen, wenn man Pfeile reintut. Aber das Doofe ist, man kann sie nicht mehr aufsammeln. Oh. Frohlocke dir Engel, das Glück ist mir schon wieder hold. Ach, ihr wollt mich doch alle rollen, ihr Säcke. Ui. Da bin ich jetzt fröhlich. Ui, ja. Diese Kohle. Also auf dieser Map ist echt ein übelster Kohlereichtum. Wo bin ich denn hier angelangt? Vielleicht kommen da auch manchmal diese Cave-Geräusche her. Aber wo ist denn das? Damit es hier noch ein bisschen schöner aussieht. Noch ein kleines bisschen geheimnisvoller. Hä? Eisen! Eisen! Gut. Oh.
Ach, ich habe gar keinen Platz mehr am Inventar. Ach so. Gut. Wieder ein Rätsel gelöst. I'm making a note here. Huge success. Mensch, so viel Geröll. Unbelievable. Eisen kann man immer gebrauchen. Hey. Gut. Da oben ist dann unser kleiner Geheimraum, den keiner sieht. Halbwegs annehmbar aus hier. Okay, das ist jetzt wieder ganz super. Und deshalb ist wieder schön Cleanstone verwattert. Tja, tja, tja. Also, da haben wir ganz schön was draus gemacht aus dem Keller. Bin ich echt glücklich. Gut, wir haben 7.35 Uhr. Vielleicht sollte ich langsam mal aufhören. Genau das werde ich jetzt auch tun. Danke fürs Zuschauen. Erstmal alles von mir, Jens. Die Schräg kommen subscribe and watch mehr Videos. Olle! Ja. GB. Tschüss. Buchen!